Wir wollen auch über alles reden, über die Politik, über ihre Aufreger und vielleicht aber die Dinge, über die wir noch nicht gesprochen haben in dieser Woche. Studiogast ist Anna Schneider, Weltchefreporterin. Hallo Anna. Und Hi. Du hast dich auch mal ein bisschen mit den Grünen diese Woche beschäftigt. Die haben es ja jetzt nicht so leicht, muss man sagen. In Sachen Asylpolitik ist da auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Da wird jetzt auch ein bisschen Druck gemacht von anderer Seite. Was beobachten wir da gerade bei den Grünen in sich? Also es ist ja wirklich spannend zuzuschauen. Man hat tatsächlich, und das meine ich ganz unironisch, ein bisschen Mitleid, weil die Verzweiflung grenzt schon bald an Hysterie, was man, wenn man so anschaut, was in den sozialen Medien alles passiert, also was da alles durcheinander gewürfelt wird. Und es gibt inzwischen auch schon einen offenen Brief, ich glaube der Basis der Grünen, wo so quasi drinsteht, dass ihnen der Rechtsruck, der ja eigentlich eher wieder ein Ruck in die Mitte ist und nicht wirklich ein Rechtsruck, aber okay, der macht ihnen halt große Sorgen und es war ein Dammbruch, diese 28 kriminellen Afghanen abzuschieben und so. Also man sieht schon, da geht's, was ja auch total okay ist. Die Grünen stehen ja tatsächlich für eine andere Asylpolitik. Ja. Naja, also man sieht eigentlich nun, dass Grüne lange und mühsam und sehr innig vorbereitete oder aufbereitete Narrative einfach zerbröseln. Und das verursacht offensichtlich großen Schmerz an der Basis. Da sehen wir ja auch Wirtschaftsminister Habeck sah heute auch ein bisschen gebrochen aus da im Bundestag, als er dann auch noch die schwächelnde Lage der Wirtschaft vorstellen musste. Man versteht es ja, aber es ist, glaube ich, tatsächlich eine Zeitenwende, aber die halt nicht ausgesprochen wurde. Und darüber, also das könnte jetzt wirklich so ein Turning Point sein, weil die letzten Jahre waren ja schon dominiert von einer grünen, zumindest Gesellschaftspolitik, und auch Asylpolitik tatsächlich. Und da könnte man jetzt echt erleben, wenn es die Ampel dann hinkriegt, dass sich da jetzt was tut. Also das, ich verstehe die Schmerzen total. Jetzt haben wir auch noch eine Diskriminierungskrise, zumindest laut Ferda Attermann. Wie meint sie das jetzt genau? Das ist zum Beispiel das beste Beispiel dessen, was jetzt, glaube ich, wirklich alle sehen, wie es tut mir leid, aber unnötig es ist. Also als Amt und Bericht etc. Also um es kurz zu machen, Ferda Attermann, unsere Antidiskriminierungsbeauftragte, hat einen Bericht vorgelegt die Woche, der total eben unterm Radar lief. 424 Seiten, die uns erklären, wir haben eine Diskriminierungskrise. Und man müsste das Diskriminierungsrecht ausweiten auf den Bund, obwohl der ja eh grundgesetzlich verpflichtet ist zur Gleichstellung. So. Und wenn man den durchliest, hat man wirklich das Gefühl, man blickt in eine Welt von vorgestern, also was unsere Sorgen angeht. Damals, als wir noch wohlstandsverwahrlost waren und uns Sorgen darüber gemacht haben, ob alle richtig gendern, jetzt ganz im Ernst. Und man könnte sich doch dann mal die allgemeine Frage stellen, was ist da eigentlich los? Also brauchen wir das wirklich? An diesem Bericht haben ernsthaft 7 weitere Beauftragte teilgenommen. Also wir haben neben der Allrounderin Ferda Attermann auch noch eine Antirassismusbeauftragte, wobei mir nicht klar ist, was der Unterschied eigentlich ist. Oder noch besseres Beispiel, wir haben einen Expertenrat Antirassismus, aber der Expertenkreis Islamismus wurde letztes Jahr oder vor 2 Jahren aufgelöst. Also das versteht doch wirklich niemand mehr. Nee, und was will Ferda Attermann uns tatsächlich jetzt damit sagen? Warum wird dieser Bericht ausgerechnet jetzt auf den Tisch gelegt? Das ist ganz grotesk. Im Vorwort steht wirklich, dass es so quasi keinen besseren Zeitpunkt gibt, als jetzt ihn vorzulegen. Also sie spricht natürlich auch von dem Rechtsruck, der nochmal, glaube ich, eher ein Ruck zurück in die politische Mitte ist. Und sie zählt da zwar Sachen auf, die sicher stimmen mögen. Also die AfD macht die Sorgen, ist klar. Und es gibt Rechtsextreme, ist klar. Aber sie könnte auch von anderen Dingen sprechen. Sie erwähnt zwar Islamismus und so auch am Rande, aber dieses Narrativ vom armen und bedürftigen Bürger, der unbedingt vom Vaterstaat beschützt werden muss in Diskriminierungsangelegenheiten, ist halt wirklich so alt. Das stehen da jetzt auch Forderungen drin? Sollen Konsequenzen gezogen werden? Ja, natürlich mehr Geld, mehr Beratung. Und man sollte sich, glaube ich, eher überlegen, ob dieses Geld dort gut investiert ist, weil privater Rassismus und private Diskriminierung, das ist eine moralische Frage, die ist nicht rechtlich zu beantworten. Also da in einer offenen Gesellschaft nur noch mehr Geld in Beratungsstellen zu packen, damit sie noch mehr Leute irgendwie in ihrem, ja, diskriminiert fühlen können und ihn zum Sprechen haben, halte ich für den absolut falschen Weg. Hast du das Gefühl, die Grünen verlieren sich irgendwo in kleinen Randdiskussionen und haben irgendwo längst das große Ganze aus dem Blick verloren? Ja, ich glaube, die kämpfen eben gerade härter eben an dieser Asylfront, aber nochmal dieser Bericht und diese Stelle, das ist ja total, was im Weltbild entspricht. Ja? Und man sieht einfach jetzt gerade, wie stark das an der Realität zerschallt. Also wenn es wirklich um die großen Probleme geht, und ich verstehe nochmal, dass sie bei Asyldingen in schärferen Asylangelegenheiten Probleme haben, damit zu gehen. Aber nochmal, wenn man sich diesen Bericht anschaut und diese Themen, die wir da beackert haben in den vergangenen Jahren, ich glaube, das würden vielleicht sogar die Grünen zugeben, dass wir da ein bisschen sparen könnten. Schauen wir mal, was die so zugeben oder nicht. Dankeschön, Anna. Gerne.